Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Seelofeld Games und More. Ich bin der Flo und heiße euch alle ja, herzlich willkommen zurück. Es gab jetzt längere Zeit kein Video von uns. Das hatte diverse private Gründe. Fabian hat eine Schaffenskrise, würde ich es mal nennen im Moment. Und ja, bei mir hat sich so einiges im privaten Bereich verändert, dass wir jetzt aber wieder in den Ursprung zurückversetzt haben, ach, wie auch immer. Und deswegen ja jetzt 3 Monate gut Pause gewesen. Ich guck gerade mal an, hier waren nur 2 Monate, siehst du? Vor 2 Monaten kam das letzte Video raus. Ja, da war sicherlich so ein bisschen die Sommerflaute dabei und dann, wie gesagt, ein bisschen Turbulenzen. Ich denke, das kennt jeder von euch. Scheißegal, wir sind wieder da. Neue Spiele sind am Start. Es wird auch weitergehen mit Kingdom Come Deliverance. Ich habe wieder voll Bock. Ja, ich kann euch auch sagen, dass ich meine PlayStation, glaube ich, die letzten 5, 6 Wochen nicht einmal anhatte. Ja, so viel dazu. Ihr seht schon, wir spielen Sudden Strike 4, ein Echtzeit-Strategiespiel aus dem Hause Kalypso. Wie immer in der Sudden Strike-Reihe, wer es kennt, Zweiter Weltkrieg ist hier das Setting. Entschuldigung. Etwas anders, wie ihr es bei von Fabian gewohnt seid, bei Hearts of Iron, haben wir hier quasi einzelne Einheiten zur Verfügung und spielen dort Schlachten aus dem Zweiten Weltkrieg nach. Wir fangen an. Ich wollte das Ganze eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, chronologisch, zeitlich machen. Lässt das Spiel nicht ganz zu. Es ist nicht ganz korrekt, glaube ich. Wie gesagt, ich bin ja kein Geschichtsprofessor, also wenn ich irgendwas Falsches erzähle, nagelt es mir nicht da vor die Stirn, wenn es falsch ist. Wir fangen an mit der deutschen Kampagne, weil die dann doch zeitlich jetzt hier am ehesten beginnt. Wir können mal kurz gucken. Wir haben hier, wenn wir mit den Sowjets spielen, die Leningrader Blockade. Dazu kommen wir dann später. Das natürlich am Beginn des Zweiten Weltkriegs noch nicht gewesen. Da kommen wir zeitlich später dazu. Bei den Alliierten fangen wir an mit der Operation Overlord, quasi die Landung in der Normandie. Aber deswegen fangen wir an mit der deutschen Kampagne, die Schlacht bei Sedan. Für alle, die es nicht wissen oder die sich nicht so dafür interessiert haben, bisher die Deutschen ja ihr Westfeldzug angetreten, dort über die Ardennen Richtung Holland, Belgien und dann Frankreich vorgestoßen quasi. Die belgische Armee hat recht schnell kapituliert, wo dann die Verteidigung den Franzosen ja, oblag und dort kam es in Sedan dann zu einer Schlacht, da fließt die Maas durch, da kommen wir gleich noch näher dazu, die die Deutschen natürlich überqueren mussten mit ihrer kompletten Heeresgruppe. Und ja, das Ganze ist ein Teil von dem sogenannten Siegelschnittplan. Plan war hier das britische Expeditionskorps, die französischen Truppen, die in Holland, Belgien stationiert waren, sowie die holländische Armee dort einzukesseln und abzuschneiden quasi. Also die Deutschen wollten recht schnell zur Kanalküste vor, um dort den Rückzug nach Frankreich zu verhindern. Das ist ihnen ja auch gelungen, wie wir wissen. Bei Dünkirchen saßen dann gute ja, 400.000 Mann fest quasi und waren eingekreist von den Deutschen. Da kam es ja zu einer der größten Rettungsaktionen in der Geschichte der Menschheit, weil dort fast alle 400.000 gerettet wurden. Aber das ist ein anderes Thema. Wir beschäftigen uns mit der Schlacht bei Sedan. So, kurz zum Spiel. Ja, ihr habt es gesehen, diese Schlacht habe ich schon einmal gespielt. Klar, ich habe nicht nur das Tutorial gespielt. Man muss reinkommen. Es ist ein bisschen tricky, die Steuerung PS4. Ja, ist doch nicht ganz so gut übernommen quasi. Es macht sie natürlich mit Maus und Tastatur wesentlich besser. Ja, wir werden jetzt hier gleich noch ein bisschen was erklärt kriegen, glaube ich. Es ist so ein bisschen wie so eine Art Tagebuch geschrieben von einem Soldaten. Können wir mal Mittwoch, reingucken. 15. Mai 1940. Der Fall Gelb. Dieser Begriff hallt in den Reihen meiner Männer wie ein gottgegebenes Schicksal wider. Der Plan des Oberkommandos des Heeres, durch die Ardennen vorzurücken und die französischen Truppen zu überraschen, war ein voller Erfolg und inspirierte jeden Wehrmachtssoldaten, gegen den Erbfeind im Westen das Beste zu geben. Unser Angriff auf Sedan spielte dabei eine wichtige Rolle. Natürlich hat uns die Luftwaffe bei dieser Operation gehörig unterstützt.
Der Großteil der Arbeit wurde aber, wie immer, von unseren Jungs am Boden erledigt. Vor allem von Hermann Balk und seinen Männern des Schützenregiment 1. Ich werde nie vergessen, wie er unter Beschuss mit Gummibooten die Maas überquerte und diesen Brückenkopf errichtete. Das Überqueren der Maas war ein Kinderspiel. Jeder einzelne meiner Männer hat die richtigen Entscheidungen getroffen und wir konnten einen entscheidenden Sieg erringen. Blaskowitz' Ideen zur Infanteriekommandos haben bald bestimmt beeinflusst, seine Männer effektiver einzusetzen. Wobei ich mich doch frage, ob es mit Fokus auf Panzertaktiken anders ausgegangen wäre. Egal. Wir. So, was lassen wir jetzt? Das ist eigentlich das Tagebuch quasi danach, nach der Schlacht. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Generälen zu wählen, die alle bei der Ardennenoffensive oder der Westfront, also des Westfeldzugs dabei war. Wir können jetzt hier verschiedene Lehren ziehen. Wir sehen jetzt auch unten, haben dann diverse Bonis quasi. Wir haben einmal die Infanterielehre hier von Johannes Blaskowitsch. Dann haben wir die Panzerlehre von Herrn Feldmarschall. Generalfeldmarschall war er ja, Heinz Guderian, und dann haben wir noch die Unterstützung von Fedor von Bock. Ja. Da wir hier recht viel mit den Panzern spielen werden, wir haben hier gepanzerte Ausrüstung, gepanzerte Ausdauer, meine ich, und Lukenausguck. Deswegen nehmen wir hier den Guderian. Überqueren Sie die Brücke, bevor die Franzosen sie in die Luft sprengen und so den einzigen Weg über die Marsch blockieren. Eliminieren Sie feindliche Bunker und andere Verteidigungen. Das werden wir machen. So, das ist unser Ziel quasi, die Maas schnell wie möglich überqueren. Wie gesagt, wir sehen jetzt hier natürlich nur einen Teil des Ganzen. Also ich habe jetzt hier nicht hunderte Einheiten zur Verfügung. In dem Spiel gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwie eine Base zu bauen und dort irgendwie Rohstoffe zu farmen, um dort neue Panzer herzustellen oder ähnliches. Also ich kriege eine Einheit und die habe ich dann das ganze Mission zur Verfügung. Ab und zu gibt es mal noch Nachschub, je nachdem, was für eine Mission das ist. Werden wir gleich zu kommen. So, die Schlacht bei Sedan im Mai 1940. So, wir sehen hier so ein bisschen das eingegrenzte Spielfeld. Die Brücke, bevor die Franzosen sie in die Luft sprengen und so den einzigen Weg über die Marsch blockieren. So, das sind unsere Truppen im Moment. Was jetzt hier halt mich extrem nervt, wie gesagt, auf der Konsole ist, kann ich jetzt hier nicht Einheiten, ich kann einzelne Einheiten auswählen. Wenn ich einen Doppelklick drauf mache, habe ich die kompletten Einheitentyp quasi. Aber ich kann jetzt hier nicht in Gruppen wechseln. Also ich kann schon Gruppen anlegen. Ich habe hier einmal die Panzergruppe und die komplette Infanterie. Ich werde gerne die Infanterie aufgeteilt. Ja, dazu müsste man quasi die selber einkreisen. Ihr seht schon, das funktioniert aber hier mit dem, wie sie es gemacht haben, nicht so optimal. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die hier in eine neue Gruppe machen, wie gesagt, dann funktioniert es nicht. Das habe ich noch nicht geschnallt, wie das gehen soll. Infanterie einsatzbereit. Ja, ich habe hier, wie gesagt, nur die vorgegeben. Jetzt kommt hier nochmal ein Tutorial, weil ich es zu oft versucht habe, aber wie gesagt, selbst das funktioniert so nicht. Wir werden jetzt mal alle nehmen. Einfach mal hier in Kampfformation uns aufstellen, was auch ein bisschen blöd ist in dem Spiel, aber das ist auch am PC so, ist die Wegfindung der meisten Fahrzeuge. Ja, ihr seht schon, weil ich sie so aufgestellt habe, fährt er jetzt hier sinnlos in den Wald rein, kann natürlich jetzt nicht frei feuern, doch er feuert zwar trotzdem, aber ja, das ist etwas blöd gemacht. Wir müssen jetzt hier schnell hinterher. So, wir können hier auch die Panzerabwehrkanone mitnehmen. Dazu müssen wir quasi zwei Soldaten opfern, die dann die Kanone bedienen. Ja, ihr seht jetzt, die Panzer fahren hier sinnlos die Bäume kaputt. Ah, ist natürlich ein bisschen blöd. So, wir haben hier auch einen Panzer vergessen, oder ist der kaputt? Ich schau gerade mal. Den können wir nicht einnehmen. Wir werden jetzt hier mal ein paar Soldaten hier lassen. Komm. Ja, Kommandant. Und dann ab zur Brücke. Infanterie meldet sich zum Dienst. Bestätigt. So, die stellen wir da auch mal hin. Sich beeilen und die Brücke über die Maas überqueren, bevor sich die Franzosen sammeln.
Bewegung, Soldaten! Müssen mal gucken, ja, die sind auf Aggression gestellt, das heißt, sie kämpfen immer. Feindliche Einheiten! So. Fahrzeug funktionstüchtig. So, jetzt verteidigen sie ja natürlich die Brücke. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen. Bleiben wir hier stehen. Die Panzerabwehrkanone schießt auch. Wunderbar, jetzt haben wir da oben noch Panzer. Verdammt, sie haben die Brücke rechtzeitig. Okay, in die Luft, wir haben die Brücke schon gesprengt. Das passiert eigentlich fast immer. Und ich schlage vor, sie versuchen eine wir gehen gleich hier runter. Zu bauen. Seien Sie aber vorsichtig. Die Franzosen haben Panzerabwehr ist recht langsam, wir können sie aber auch nicht an unser Versorgungsfahrzeug hier anketten. Die Verteidigung der Reparaturfahrzeuge. So. Ohne diese Einheiten können wir keine Pontonbrücke bauen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Das Coole ist, die Infanteristen können sich recht gut in Feldern und Wäldern verstecken. Es müsste doch gleich noch Nachschub kommen. Jawohl, da ist er schon. Kann ich noch nicht auswählen. Verstärkung eingetroffen. So, den fahren wir gleich mal hier runter mit. Wie gesagt, diese Einheiten kann ich jetzt leider nicht in eine neue Truppe nehmen, obwohl ich hier oben noch welche frei hätte. Ihr seht es hier oben, ganz oben links, habe ich hier die erste Gruppe, die zweite Gruppe, dann habe ich hier so eine Nachschubtruppe. Aber ich kann eben die anderen Felder nicht belegen. Und das ist extrem doof, muss ich sagen. Aber naja, es ist wie es ist. Jetzt habe ich hier diesen einen in der einen Gruppe drin und ich verstehe nicht, warum. Infanterie einsatzbereit. Ja, Kommandant? Jawohl. Infanterie einsatzbereit. Bereit für die Schlacht. Nun ja. Bewegung, Kommandant. So, hier scheinen auf jeden Fall noch Franzosen zu sein. Ja, Kommandant. Diese Flagge kann man einnehmen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das bringt. Hier haben wir noch eine Panzerabwehrkanone wahrscheinlich, oder ein Panzer selber. Naja, Panzerabwehr. Und noch ein Panzer. Gleich erledigt. Na gut, dann nehmen wir den Rest auch mal noch mit. Hier kommt der Nachschub. Jawohl. Infanterie in Bewegung. Bereit zum so. Angriff. Ziel unter Beschuss nehmen. Das wäre einer weniger. Okay, das scheinbar erledigt haben. Jetzt nehmen wir mal hier. Ich glaube, können wir hier so nachtanken oder Munitionslager. Wir müssen die Fahrzeuge auch tanken, reparieren und ja, aufladen quasi. Ja, Kommandant. So, dann machen wir hier mal weiter. Gucken, was hier unten noch ist. Ja, Tutorial, wie man eine Pontonbrücke baut, die wir gleich bauen werden. So, hier haben wir auch wieder feindliche Einheiten. Yes, sir. Aber sind alles nur Infanteristen. Sollte kein Problem sein, auch nicht für die Panzer. So, hier hinten kommt noch ein paar. Die Grafik recht schön gemacht, man kann leider nicht ranzoomen, also es bleibt so wie es ist. So, hier können wir noch eine Panzerabwehr nehmen und den Traktor. Mal gucken, ob wir die damit ziehen können. Weiß ich gar nicht genau. Wir nehmen mal hier die. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bereit zum Angriff. Panzer stellen sich schon mal hier auf. Nee. So. Dann gucken wir mal, ob wir die mit dem Traktor hier ziehen können. Ja. Bewegung. Können wir machen. Das ist natürlich ganz cool gemacht, ne? Also wir haben jetzt hier. Mit dem Traktor quasi die Panzerabwehrkanone können wir jetzt ziehen und sind damit ein bisschen schneller. Befehle, Kommandant. So, stellt euch jetzt mal hier auf. Bewegung. Und du ja, Kommandant. Wirst mal die Pontonbrücke anfangen mit bauen. Macht er nicht. Warum nicht? Wir reparieren und füllen nach. Bewegung. Okay, jetzt legt er los quasi. Zu Befehl. Jawohl. Ah. Na los! So, ist unser
Traktor gespannt hier. Ah, sehr cool. Was haben wir hier noch? Ein Jeep. Bewegung, Kommandant. Nehmen wir auch mit. Gucken, brauchen wir, glaube ich, zwei Besatzer oder einer. Ach nee, da passen noch mehr rein. Okay. Ja, Kommandant. Das heißt, er ist jetzt voll geladen mit Passagieren. Aber er fährt nicht mehr, sehe ich gerade. Okay. Er hat auch einen kritischen Treffer, klar. Dieses Ausrufezeichen sagt das natürlich aus. Wir gucken mal, ob wir ihn reparieren können. Bestätigt. Ja. Er versucht ihn jetzt zu reparieren. Ja, Kommandant. Panzertraktor kommt. Sehr geil. Bewegung, Soldaten. Beeilung. So. Pontonbrücke Bau ja, läuft. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gemacht, ne? Man wird jetzt hier von der anderen Seite nicht beschossen oder ähnliches, aber Fahrzeug gut. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich mit Wegfindung meine. Wenn wir jetzt Pech haben, stocken sie jetzt hier extrem. Auf der Brücke gibt es manchmal extrem Stau, weil eben die Einheiten nicht ganz so helle sind. So, der ist jetzt hier repariert etwas. Gucken mal, ob wir hier noch nachfüllen. Auf dem Weg. Fährt er jetzt noch nicht? Transporter einsatzbereit. Doch. Ja, Brücke bereit, Herr Kommandant. So, fahren wir den gleich mal rüber. Sehr schön. Beeilung! Zerstören Sie den Artilleriebunker vor uns. Ja, Kommandant. Auf dem Weg. So, jetzt dreht er sich erstmal weg, wobei ich ihn schon einzeln geschickt habe. Naja, gut. Scheint nochmal ganz okay auszugehen hier. Nee, aber jetzt haben sie die da oben wieder Einheiten sind hier. Setzen Wegfindung. Sie mit wir laden hier nochmal nach. Ja, Kommandant. Hier kommt der Nachschub. Mal schauen, wie wir hier weiter vorgehen. Ja, jetzt gerade gehört, wir haben jetzt auch nochmal Nachschub bekommen. Auf nämlich Artilleriepanzergeschütze. Ja, die sogenannte Stuck 3. Und die werden wir jetzt einfach mal hier gleich rüberholen, beziehungsweise in Bewegung, Kommandant. Erstmal hierher. So, unsere Infanterie. Den bereit nehmen wir für die mit. Schlacht. Jawohl. Ja, komplett Kommandant. Komplett gleich mit rüber und bauen die Artilleriegeschütze auf. Hier. Der muss tanken, sehe ich gerade. Nee. Einsatzbereit, Kommandant. Die Panzer stehen jetzt hier auch sinnlos rum. Fahrzeug funktionstüchtig. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Befehle, so, Kommandant. Wie können wir jetzt hier welche abladen? Mal gucken. Passagiere ausladen. Okay. Kann ich das Auto trotzdem noch fahren? Ja, okay. Er hat nur die Soldaten ausgelassen. Wir werden uns jetzt mal hier in den Wald schleichen. Der Traktor muss tanken. Erwarte Befehle. Feind gesichtet. So, jetzt müssen wir die Panzerabwehr aufbauen, aber ich krieg's gerade nicht hin. Erwarte Befehle. Abschleppen. Alles entladen. Zu Befehl. So, jetzt haben wir keine Soldaten. Bereit für die Schlacht. Die Pack bedienen. Einsatzbereit. Jetzt aber. Einsatzbereit. Feuert aus allen Rohren. So, die anderen sind jetzt auch da. Okay, dann brauchen wir unsere Artilleriepanzer. Die können jetzt dann nämlich hier. Sie haben gute Arbeit geleistet. So, das haben wir schon mal erledigt. Wir nehmen jetzt hier die Artillerie. Befehle? Mensch. Einsatzbereit, Kommandant. Das ist doch auch so blöd. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Kann ich wieder nicht in eine neue Gruppe bringen hier. Ja, Kommandant. Das nervt. Einsatzbereit, Kommandant. Kann ich euch sagen. Mit denen gehen wir hier mal südlich vor. Bewegung, Soldaten. Der Panzer geht Befehle, mit. Kommandant. Beeilung. So, und ihr? Erwarte Befehle. Mal gucken, wie ich das jetzt hier reinkriege. Geht mal hier hoch. Beiden Packs oder nehmen sie jetzt nur eine Pack mit? Ne, die andere Pack hat hier nicht, ist hier nicht besetzt Erwarte worden. Befehle. Verstehe ich aber nicht, warum. Soll es doch da hoch. Macht er nicht. Artillerie einsatzbereit. Ist denn der schon abgekuppelt hier? Zu Befehl. Jetzt wird er wieder abgeschleppt, ne? Nee. Kanonen einsatzbereit. Sollst dich hier hinbewegen. Jawohl. Okay, jetzt scheint das zu machen. Da haben wir nämlich noch eine Bunkeranlage. Artillerie
gehen jetzt mal mit den Artilleristen hier hin und sichern das Ganze mit den Panzern ab. Die Folge wird wieder zu lang, ich habe zu viel gequatscht vorher. Transporter einsatzbereit. So. Beeilung! Ja, die Panzer. So, da geht's schon weiter. Wir reparieren und füllen nach. Bis dahin haben wir hier drüben noch was stehen. Noch ein Versorgungsfahrzeug und noch zwei Panzer. Einsatzbereit, Kommandant. Die nehmen wir natürlich mit. Wir werden hier mal so ein bisschen absichern erstmal. So, jetzt haben wir hier zwei Artilleriegeschütze. Ja, ne, wir müssen erstmal hier mit einem Speer vor in den Wald, glaube ich. Wir werden uns mal hier verstecken. Und dann gucken wir mal, was wir alles sehen. Wie lauten die Koordinaten? Der Feind. Bestätigt. So. Befehle, Kommandant. Der hat einen schweren Treffer gekriegt. Dann kommt ein Fahrzeug. Panzer. Aber das sollte kein Problem sein. So, hier sind auch nochmal Soldaten. Infanterie meldet sich zum Dienst. Ja, wir uns jetzt mal hier aufstellen. Nein. Bewegung, Soldaten. So. Fällt mir noch das. Ihr. Zu Befehl. Geht mal hier mit in den Jawohl. Wald rein. Und was machen wir mit euch? Einsatzbereit, Kommandant. Ihr solltet ja hier südlich Bestätigt. Vorstoßen und dort die Bunker Einmal. Erledigen. So, dann gucken wir mal, was hier los ist. Da sehen wir schon, wir haben geschossen. Panzerabwehr wird das sein, oder ein Panzer selber, der uns schon gesehen hat. Ja, hier sind nochmal Infanteriesoldaten. Oh, der hat immer noch einen schweren Treffer. Habe ich den nicht repariert? So, jetzt wird er repariert. Da sind auch noch welche im Haus drin. Man kann sich natürlich auch in den Gebäuden verschanzen und so rausschießen. Da ist man ein bisschen mehr geschützt, aber ihr seht schon, gegen Panzereinheiten hier keine Chance. So, meine Panzer sind auch hier getroffen. Gucken wir, ob wir den jetzt hier hinkriegen. Ein bisschen doof finde ich, dass man nicht sieht, wie lange das jetzt dauert, ne? Also, das ist etwas blöd gemacht, muss ich sagen. So. Infanterie einsatzbereit. Beeilung! Die sind auch verletzt. Haben wir dann eine Sanitätseinheit dabei hier irgendwo? Sieht nicht so aus. Na gut, dann machen wir mal weiter. Den haben wir jetzt hier erledigt. Den Bunker könnten wir auch einnehmen, aber das bringt uns nicht viel. Wir stellen uns jetzt mal hier auf. Ich weiß nicht, ob die Panzerabwehr jetzt nah genug dran ist, dann um den Bunker da oben zu zerstören. Befehle, Kommandant. Stellen die jetzt mal hier davor. Und dann gucken wir mal. Ja, ich habe keine Sanitätseinheit dabei. Das ist ein bisschen blöd. Wir lassen sie jetzt mal hier im Wald. Wieder einhalten. Aber die Panzerabwehr schießt auch mit. Das finde ich klasse. So, jetzt mal gucken, was haben wir hier unten noch stehen. Den und... Ach, das ist unser Munitionsdepot. So, den nehmen wir mal noch mit. Hier haben wir ein Nachschubfahrzeug. Hier auch. Panzer ist jetzt repariert. Dann können wir ja weitermachen. Wir haben erstmal das Munitionsdepot zu uns zu einnehmen gleich. In Bewegung, Kommandant. So, hier sind auch noch ein paar. Wir müssen mal gucken. Jawohl. Das ist so geil, ey. So, das haben wir jetzt eingenommen. Dann müssen wir aber auf jeden Fall mal gucken, wie es hier weitergeht. So, wie sind wir jetzt hier verblieben? Den haben sie schon ausgeschalten hier. Da schießt einer von recht weit weg, da müssen wir aber auf jeden Fall mal näher ran dann. Infanterie in Bewegung. Infanterie in Bewegung. So, jetzt habe ich die eine komplett hier. Bereit für die Schlacht. Jawohl. Gucken wir mal hier runter, wie es hier aussieht. Bestätigt.
Und dann müssen wir aber erstmal hier wahrscheinlich die Schlacht pausieren. Wir müssen hier noch zwei Bunkereinlagen einnehmen. Aber ich habe zu lange gequatscht am Anfang und von daher müssen wir hier mal kurz einen kurzen Stopp machen. An der Stelle sage ich danke fürs Zusehen, Leute. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir ein Like nach oben da. Wie gesagt, es gibt noch andere Spiele. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und hören uns dann ja morgen oder vielleicht kommt auch heute noch eins. Mal sehen, wie ich das schaffe. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wieder da zu sein. Habe ich alle vermisst. Habe mich auch gefreut auf meinen Taser, auf den einen oder anderen Kommentar oder über den einen oder anderen Kommentar. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich bin der Flo. Ich bin raus.